bitte begrüßt mit einem Riesenapplaus Mirja Regensburg! Können wir alle gebrauchen, oder? Im Moment, Daniel hat es ja eingangs schon gesagt, nur noch negative Nachrichten, das macht einen ja wahnsinnig. Und ich verstreue mein Happy Konfetti wirklich überall, egal wo ich stehe und gehe, ob die Leute das wollen oder nicht, ist mir relativ egal. Ich mach's einfach. Ich war neulich in der Bäckerei, neben mir eine etwas ältere Dame und wir warteten beide. Die Bäckereifachverkäuferin, die legte gerade die Rosinenbrötchen aus und ich gucke die ältere Dame so an. Ich sage, ach Mensch, Rosinenbrötchen, das erinnert mich so an meine Kindheit, wenn ich in irgendeiner Stadt bin. Ich hole mir sofort Rosinenbrötchen, ne? Und da geht mir das Herz auf, das ist Wahnsinn. Gucken Sie mal, 4 zum Preis von 2. Wenn Sie jetzt 2 nehmen und ich 2, haben wir noch einen Schnapper gemacht. Die Frau guckt mich an, die guckt die Rosinenbrötchen an und sagt, kennen wir uns? Ich sage, nee, aber Sie werden nie wieder Rosinenbrötchen essen, ohne an mich zu denken. Ja? Solche Sachen macht das einfach. Wildfremde Menschen. Oder einmal war auch so geil, da habe ich eine Frau auf der Straße gesehen mit einer roten Jacke. Und ich habe ja immer rote Jacken an. Also bin ich natürlich hinter der Frau her, da wurde die immer schneller. Sagt die Frau, nein, ich will nicht mit Ihnen über Gott reden. Ich sage, ich will auch nicht mit Ihnen über Gott reden. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, dass Sie eine total schöne rote Jacke anhaben. Da sagt die Frau, ja, aber damit rechnet doch keiner. So weit ist es schon. Hier, gestreifter. Ne? Es rechnet keiner mehr damit, dass man es nett meint. Die Leute denken eher, dass man sie verarscht, als dass man es herzlich meint. Man weiß ja manchmal auch echt nicht, wie es gemeint ist. Ne? Es ist ja, du steckst ja manchmal nicht drin. Manchmal ist es so ein bisschen drüber. Bei der Frage Kinder kriegen finde ich das immer schwierig. Habt ihr Kinder, habt ihr keine? Du denkst wahrscheinlich jetzt auch, so aber eine geile Milf. Ne? Nee, ich bin eine Ilf, ich habe kein Kind. Aber geil, du bist so süß. Darf ich fragen, wie du heißt hier vorne, die mit den... Isabella, ich habe verstanden, Camella, weil das eine Damenbinde. Isabella. Darf ich fragen, wie alt du bist? 28, fragen doch die Leute, ne? Na, Isabella, na? Na, wann ist denn soweit? Nervt, oder? Ich kann dir eins sagen, die fragen ab 40 nicht mehr. Sensationell. Nur noch 12 Jahre Stress, dann ist wirklich... Ich bin ja jetzt auch schon 40, jetzt fragt halt keiner mehr, ne? Aber bei mir bis 40 immer, ne? Die Leute, na mir ja? Na, da ist doch was. Da ist doch was unterwegs. Ich sage, ja, ein Triple Cheeseburger. Wir haben einen sehr, sehr strangen Humor, mein Freund und ich, sehr, sehr speziell. Und wir haben bei uns in der Familie tatsächlich so das Ritual, dass auf Geburtstagen, Familienfeier, werden die Kinder vor Ort bettfertig gemacht. Vielleicht kennt ihr das, ne? Und dann kann man die, wenn die dann fertig sind, setzt man die ins Auto, wenn man losfährt. Und dann schlafen die ein und dann nimmt man die im Stück raus und legt die im Stück zu Hause hin, so dass sie nicht nochmal aufwachen, ne? Vielleicht kennt ihr das, ja, und... Dann haben mein Freund und ich uns das letzte Mal, als wir da vor Ort waren, uns auch vor Ort bettfertig gemacht. Wir hatten unsere Schlafanzüge vorher schon auf die Heizung gelegt. Er hat so einen Star Wars Einteiler. Ich habe so ein Prinzessin Lilifee Set. Meine Mutter hat mir die Zähne geputzt. Nur als mein Vater mich ins Auto tragen wollte und er gemerkt hat, nee, das schafft er einfach nicht mehr. Hat er sich gedacht, aber mit Sackkarre ging's. Mein Freund sah aus wie Hannibal Lecter. Geil war auch, als ich 1 Kilo abgenommen habe. Das war krass. Ich bin zu meinem Freund hingegangen. Ich sag, guck mal, ich habe 1 Kilo abgenommen. Nimmt er mich in den Arm und sagt, stimmt, jetzt muss ich gar nicht mehr um dich rumlaufen. Kennt ihr das, Mädels, wenn du erst lachst, dann sauer wirst und denkst, du Arsch! Er hat irgendwann mal zu mir im Streit gesagt, sag mal mir, ja, kannst du das nächste Mal deine Vorwürfe einfach singen, dann habe ich ein bisschen mehr Spaß im Leben. Ja, probier das, singt das mal, singt den Vorwurf. Ja, ihr wisst hinterher gar nicht mehr, worum es ging, ihr lacht euch tot. Ihr müsst dafür auch nicht singen können, aber die Reaktion vom Gegenüber ist sensationell. Es macht so Spaß. Ich habe Tränen gelacht. Wir sind auf der Autobahn, wollen nach Hause fahren, ja. Ich bin Beifahrerin, ist keine leichte Rolle für mich. Ja, er war am Fahren, ich habe ihn gar nicht angeguckt. Ich dachte, nee, ich hau den Vorwurf jetzt raus. Ich habe aus der Scheibe rausgeguckt und so ganz cool. 120 darfst du hier nur fahren. Sonst kommt das Knöllchen bei uns an.
Spülmaschinensituation. Spülmaschinensituation, man kennt es, es ist das Klischee. Ne? Irgendwer stellt immer alles oben drauf. Da hat man ja auch schon alle Witze drüber gemacht. Aber sink den Vorwurf, wirklich. Guck die Person gar nicht an, geh in die Küche rein, ja. Und einfach aus vollem Herzen, wenn wieder oben alles auf der Spülmaschine draufsteht, tausendmal berühren. Tausendmal ist nichts passiert. Stell das Geschirr ruhig rein, dann wird es sein.